Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen Adventskalender für euch, wo ich mich echt schon mega drauf freue. Und zwar ist es der Magic Finish Adventskalender von M-Awesome. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich stelle euch sowohl diesen hier vor, als auch den regulären Awesome Beauty Adventskalender. Beide habe ich zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Awesome Team an dieser Stelle. Und weil ich mich so sehr darüber freue, verlose ich auch in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Beide Adventskalender kosten jeweils 69,99 € und in diesem Schätzelein erwarten uns 24 Produkte im Wert von insgesamt 178 €. Das ist der Burner. Und ja, hier haben wir vor allem Make-up-Produkte drin enthalten, dekorative Kosmetik und ich bin so gespannt, was hier drin ist. Lasst uns mal zusammen gleich reinschauen. Aber erstmal dieses Design. Ich mag sehr gerne dieses Kupfer mit diesem Petrol und ich mag dieses, ich finde es hübsch, auf jeden Fall. Und dann schauen wir doch mal direkt in Kläppchen Nummer 1. Hier hinten stehen auch schöne Sachen drauf, zum Beispiel hier A Beautiful Start und Schade Schokolade. Auch leider so ein kleiner Spoiler über die Produkte, die drin sind, ist da ein bisschen blöd zum Wiederbefüllen. Die finde ich ja toll, ne? Ich habe, nee, doch nicht, ist doch ein anderer. Oh, Leute, okay. In der Farbe Peony habe ich hier den Velvet Lip and Cheek Tint. Der sagt mir noch gar nichts. Das ist eine kleine Größe mit 1,5 Millilitern. Also den soll man dann für Wangen und Lippen verwenden können. Hat Awesome sehr, sehr schlau gemacht. Denn die Leute, die diese Farbe nicht unbedingt auf den Wangen tragen können, aufgrund von zu hell, zu dunkel, zu dies, das, Ananas, die können den auf den Lippen tragen. Das finde ich cool. Und weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Da haben wir auch wieder eine kleine Geschichte drin. Und zwar den High Class Liquid Concealer. Leute, oh mein Gott. Ich weiß nicht, was Awesome sich dabei gedacht hat, weil das wird Bash geben. 2,5 Milliliter in der Farbe Ivory wird sicherlich vielen passen. Aber was soll ich sagen? Ich bin vom Hautton transparent quasi, ne? Ich glaube, der passt mir. Ich glaube, den habe ich auch. Wow, das ist mutig. Wirklich mutig. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da geht es um die Augen. Es geht mutig weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mousse Eyeshadow Angel Eyes Lifting Technology. Bis zu 10 Stunden halt dies, das, Ananas. Normalerweise hat das Ding 8 Milliliter Inhalt. Hier haben wir Sachets von 2x2 Millilitern. Liebes Awesome Team, sowas in einem Sachet? Puh. Also das hätte ich, entweder macht man das in ein kleines Pöttchen oder man macht das in ein kleines Tübchen. Irgendwer hat da irgendwie irgendwas sich dabei gedacht, aber das ist, glaube ich, echt blöd, weil du brauchst doch keine 2 Milliliter für eine Anwendung und das trocknet dir doch irgendwann echt weg. Ich meine, smart ist halt trotzdem, dass man das dann in 2 Sachets drin hat, okay. Aber das ist ja so ein halbes Tübchen. Also das finde ich schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und das direkt nach dem Concealer. Huh. Hier haben wir die Nummer 4. Die fühlt sich jetzt ein bisschen schwerer an. Wenn sie jetzt hier eine Foundation reingepackt haben, dann ist... nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Oi. Okay, Leute, ich weiß echt noch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben hier ein Augenbrauenfixierungsgel in Dark. Das ist auch keine Originalgröße, sondern 2,5 Milliliter. Ne? Das wird dann wahrscheinlich auch die Hälfte von der Originalgröße sein. Ich habe das Augenbrauenfixierungsgel auch getönt da, aber definitiv ist Dark viel zu dunkel. Nein. Ich meine, es steht hinten drauf, was drin ist. Ne? Ich habe mir das nicht angeguckt, aber es steht theoretisch hinten drauf. Und es ist dann ja auch online aufgeführt, wenn man den Adventskalender bestellt. Das heißt, man guckt halt, dass es auch so passt. Aber du musst ja schon wirklich Schneewittchen sein. Ich denke da zum Beispiel an Nicole von Chiquita's Place. Die könnte vielleicht den Concealer in Ivory tragen und auch dieses Augenbrauengel in Dark. Aber pff, Leute, Kissmas am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, also ein Lippenprodukt, das ist schon mal eine safe Bank. Ja, Volume and Repair Lip Balm in der Farbe Raspberry Love, ich denke auch, dass es eine Originalgröße ist, 3,3 Gramm, ich glaube schon, wunderschön. Also die mag ich auch, die sind ganz, ganz toll von der Konsistenz her, haben keine enorme Haltbarkeit, aber sie sind richtig, richtig schön auf den Lippen, die lassen sich schön auftragen und so weiter und so fort. Ne, das ist wirklich immer schön, Anspitzer hast du so nicht mit dabei, kannst du halt hochdrehen, ne? Schon, das ist gut. Das ist gut. Das ist universell verwendbar.
Und ich glaube, das passt auch echt gut zum Huch, wenn man das als Blush hier tragen würde, ne? Jetzt habe ich gerade den Concealer umgekegelt. Ich habe echt ein bisschen Angst, jetzt auch den Nikolaus auszupacken, ne? Der 6. Dezember. Das muss schon ein ordentliches Produkt sein. Warum packt ihr denn in den 6. Dezember ein Füllprodukt rein? Warum? Warum? Jetzt mal ohne Flachs, Asam. Die haben so geile Produkte im Magic Finish Sortiment. So, so toll. Die hätten hier einen Puder reinmachen können. Das wäre so gut gewesen. Aber es ist ein Schwamm. Und mit diesem wunderschönen sternförmigen Schwamm kannst du auch sicherlich super toll dein Make-up einarbeiten, dein Concealer einarbeiten und fühlst dich auch wundervoll weihnachtlich damit. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass Alina, die Frühlingsrulina, wird den auch feiern, weil die halt diese Schwämmchenart sehr, sehr gerne mag. Das ist halt nicht dieser klassische Fluffy-Schwamm, sondern so ein bisschen, also das ist halt super feinporig, ne? Die musst du auch nicht wirklich nass machen und so. Und damit lässt sich sicherlich das Magic Finish Mousse Make-up auch super einarbeiten, aber doch nicht in den 6. Dezember. So, wir haben uns gesammelt und öffnen mal zusammen den 7. Dezember. Das ist auch universell, das ist ein PH Lip and Cheek Gloss. Auch hier haben wir 1,5 ml drin in der Farbe Diverse. Ja, genau, oder Diverse. Das wird meistens halt sehr, sehr pink, ne? Und ja, also das ist halt pH Reacting. Ich wusste gar nicht, dass Asam sowas auch im Sortiment mit drin hat. Aber ja, das schon fancy. So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Bitte im positiven Sinne. Ich habe hier ein Lippi drin, ein Satin Lipstick, ja, die sind gut, in der Farbe Burgundy Red. Ja, das ist eine schöne Farbe, die kann man gut tragen. 1,9 Gramm sind hier drin. Also das sind halt wirklich hier generell eher so Reisegrößen, ne? Das sind halt eher so die kleineren Farben. Ich habe da auch irgendwie so ein Krümmel drauf, ja, riecht super süß, ist total toll und angenehm auf den Lippen, also wirklich auch eine wunderschöne Farbe, ne, riecht wirklich angenehm, da will ich am liebsten reinbeißen, schön nach Vanille, aber dieser Krümmel da drauf ist irgendwie eine Fehlproduktion oder so, ja, in der Nummer 9 dürfen wir uns dann auch, über ein Make-up freuen. Und zwar ist es das Porcelain Tour mit Lichtschutzfaktor 30, was ich ja positiv finde, 10 ml. Es ist farbgebunden. Mir passt es im Sommer irre gut und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Aber auch das farbgebundenes Produkt, ne? Es passt halt richtig gut zusammen mit dem Concealer von der Farbe her. Aber die beiden Konsistenzen vertragen sich nicht. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Denn dieses Make-up kannst du am besten mit diesem Stick-Concealer von denen verwenden. Ja, habe ich in der Originalgröße da, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe das auch schon mal in einer kleinen Variante leer gemacht und dann mir nachgekauft in der Originalgröße. Aber auch hier sind wir wieder bei der farbgebundenen Geschichte, ne? Also ich freue mich drüber, weil es für mich passend ist. Aber Leute, die halt nicht meinen Ton haben, freuen sich da eher weniger drüber. Spoiler, die freuen sich dann wahrscheinlich eher bei dem Pflege-Adventskalender über den Inhalt. Wie wird es nun in der Nummer 10 weitergehen? Das werden wir gleich zusammen sehen. Oh ja, das ist gut. Das ist das 5 Essential Nail Oil. Dieses Mal in einer etwas anderen Form. 4 ml. Ich habe das aus dem letzten Adventskalender gerade in Anwendung. Tatsächlich hat es letztes Jahr so eine kleine Pipette gehabt und jetzt haben wir so einen kleinen Pinsel mit dabei. Finde ich persönlich in der Applikation auch etwas schöner. Ne? Also das finde ich gut. Der 11. Dezember fühlt sich erstaunlich leicht an. Wahrscheinlich haben wir hier auch irgendeinen Stift oder so drin in der ersten Schnapszahl. Hier haben wir einen Eyeliner in der Farbe Silky Nude drin enthalten mit 0,095 Gramm. Das ist halt wirklich eine sehr kleine Größe. Und so schaut das einmal aus. Das ist jetzt kein Weiß, sondern halt wirklich ein Silky Nude. Das heißt, du hast dann nicht so eine abgehackte Wasserlinie, sondern es passt sich dann vielleicht ein bisschen mehr deinem Teint auch entsprechend an. Weswegen ich diese Farbe auch sehr schön auf der Wasserlinie finde. Ne? Das ist schon schön. Ist kein schwarzer Kajal, ist schön. Und damit will ich nicht sagen, dass schwarze Kajals schlecht sind. Aber es ist halt einfach mal was anderes. Deswegen meinte ich es schön. Hier habe ich jetzt die Halbzeit, die Nummer 12. Das ist die Cat Eye Volume Mascara. Die hatte ich letztens noch in Anwendung gehabt. Ja, tatsächlich. Das ist eine kleine Größe davon mit 5 ml. Und ich blende euch mal das Bürstchen ein. Und ich fand die auch wirklich schön. Also die kannst du wohl machen, ne? Die hat auch ein schönes Ergebnis gegeben. Es war halt sehr, sehr warm an dem Tag. Da hat sie dann irgendwann halt über Tag ein bisschen nachgelassen, dass sie ein bisschen gekrümelt hat. Aber das war jetzt nicht die Welt, ne? Aber an und für sich ist die gut. Erste Halbzeit. Durchwachsen. Schwierig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist halt wirklich, jedes Kläppchen ist halt so eine neue Erfahrung, um das mal so zu definieren. Es sind von der Idee her richtig gute Produkte bislang drin.
Aber von der Umsetzung her, von der Farbgestaltung her und auch von der Wahl, in welches Kläppchen packe ich welches Produkt, finde ich es ganz schön schwierig, ne? Der 13. Dezember. Weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Hier habe ich ein Tübchen drin. Sowas meine ich, ne? Die hätten das hier doch auch in diese Verpackung machen können. Warum haben die das nicht gemacht? Das verstehe ich nicht. Nein, das erschließt sich mir einfach nicht. Es ist ein Eyeshadow Primer mit 5 Millilitern. Das ist super. Das ist universell verwendbar. Jeder kann das gebrauchen, der einen Eyeshadow Primer verwendet. Oder ich meine, Leute, die sich ein bisschen mehr schminken, werden sich dann wahrscheinlich auch eher diesen Adventskalender holen, in der Hoffnung halt gut viel Make-up drin zu haben. Und dann freut man sich über einen Eyeshadow Primer. Das ist ein tolles Produkt. Mann, der 14. Dezember. Vielleicht hauen sie jetzt wirklich nochmal derbe ein. Nee. Diesen Mousse-Eyeshadow gibt es in verschiedenen Farben, Leute. Hier habe ich die Farbe Magic Marvel. Ja, generell geil, aber Verpackung, schwierig. Ich will auf dieses Tübchen verweisen. Ich finde es auch irgendwie cool, dass wir hier zwei Lidschatten so drin haben. Ne? Dass man halt quasi irgendwie auch so eine Art Mono... Ne? Aber warum? Der 15. Dezember. Hand in Hand to Winter Wonderland. Da haben wir drin. Ja, auch schön. Studio Nail Polish, auch eine wunderschöne Perlfarbe oder Schneeflockenfarbe. 4 Milliliter sind hier drin. Das ist dann wahrscheinlich auch eine extra für den Adventskalender hergestellte Größe. Und ich mag die Asam Adventskalender auch, aber die Asam Nagellacke auch sehr gerne. Und das ist halt wirklich eine richtig, richtig edle, schöne Farbe. Die finde ich wirklich toll. Ich glaube, sowas in der Art und Weise, in dieser puren Art und Weise, habe ich nicht. Ansonsten habe ich nämlich immer, dass da irgendwelche Glitzer-Flitzer-Schimmer drin sind. Aber das ist halt wirklich komplett Perlmutt. Und das finde ich gerade richtig schön. Der 16. Dezember. Das ist hier echt ein Wechselbad der Gefühle. Also mein Puls geht rauf, runter. Ne? Hydrating Primer. Mega, geil. 10 Milliliter. Kann jeder gebrauchen. Ist eine super Sache. Finde ich großartig. Ist ein neues Produkt. Also relativ neu bei denen auch im Sortiment. Ist eine vernünftige Größe. Klasse. Das freut mich. So will ich den Adventskalender haben. Ich meine, es gibt ja auch immer Gründe, warum die Menschen das so machen, wie sie es machen. Ne? Aber eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Hier haben wir auch schon wieder so ein Tübchen reingepackt. Warum nur du? Warum nicht du auch? Tübchen ist für alle da. Also ich bin dafür, Tübchen ist für alle da. Das ist der Mousse Blush in Shimmering Magnolia. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und auch das ist ein Produkt. Ich finde es so super, dass es hier mit drin ist. Ich finde es richtig, richtig klasse. Ich bin zwar kein Mega-Fan von Shimmer Blushes, aber ich glaube, dass das wird viele freuen. Das werden die hart feiern. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, 5 Milliliter von einem Blush hier drin zu haben, weil du brauchst ewig und 3 Tage, bis du so ein Produkt aufgebraucht hast. Ne? Also für mich persönlich sind solche kleinen Größen, und ich habe ein Herz für kleine Größen, wirklich auch immer großartig, weil ich dann einfach auch die Möglichkeit habe, Produkte gegebenenfalls auch irgendwann mal leer zu bekommen, ne? Weil ich einfach auch durch meinen Job hier relativ viel habe. Ne? Nö. Das ist toll. Bitte behaltet diesen Vibe bei. Bitte. Denn hier habe ich nun den 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich weiß ja nicht. eine Foundation haben wir hier wieder drin. Und zwar ist es die Oil-Free Matte Foundation mit 15 Millilitern in der Farbe Warm Sand. Auch wieder farbgebundenes Produkt. Mir persönlich wird sie sehr wahrscheinlich nicht passen. Zum einen bei Warm Sand. Das wird mir sehr wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel sein. Und es wird halt aufgrund von matt nicht ganz so mein Vibe sein. Geil finde ich aber, dass es ein neues Produkt ist, was die hier reingepackt haben. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Und auch 15 Milliliter davon. Ne? Das ist wirklich gut. Und diese Foundation kannst du halt auch super mit dem Concealer in Kombi verwenden. Aber ich glaube, hier kommen die sich farblich doch etwas in die Quere. Der 19. Dezember. Nun machen wir schön und beschwingt weiter in der Weihnachtswoche mit einem Lippy mit 1,9 Gramm. Der Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Frosty Rose. Wie witzig. Ich habe, war das auch Frosty? Nee, das war Frosty Sweets. Ne? Da hatte ich letztens in meinem Project Pen, nämlich aus einem anderen Adventskalender, auch von M. Asam, einen Lipgloss drin. Auch hier habe ich Punkte drin. Die sind jetzt aber dunkel. Das sind dann halt irgendwelche produktionsbedingten Sachen. Das kommt vor. Ne? Das ist jetzt, finde ich, nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass es neu ist. Riecht super angenehm, super süß und ich mag halt sehr, sehr gerne diese Lippies von Asam. Das Ding ist halt, dass der halt echt rosa ist. Ne? Also der ist wirklich sehr, sehr hell.
als kleiner Tipp, wenn man den vielleicht kombiniert mit zum Beispiel einem etwas dunkleren Lip Liner und diesen Lip Liner auch ein bisschen dann quasi in die Lippe so reinzieht, dass man dann nur im Inneren so dieses Helle hat, kann das richtig gut aussehen. Leute, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Cream Contour Stick, Light to Medium. Ja, auch wieder farbgebunden, für mich aber passend. 5 Gramm sind hier drin, ich müsste den auch in der Originalgröße da haben. Ich finde den, ne? Eigentlich finde ich den gut, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, riecht auch wieder sehr angenehm süß. Schaut so aus. Wir haben hier Blush, Bronzer. Wir haben hier schon recht viele auch unterschiedliche Kategorien abgedeckt, ne? Hier ist es ein bisschen schwierig, natürlich wegen der Farbe. Aber Light to Medium, ich glaube, da kann man wirklich auch relativ von ausgehen, dass es relativ vielen passt. Okay, die Nummer 21. Aber solche Unboxings sind ja auch für euch so, ne, echt eine wertvolle Kiste, weil ihr dann auch seht, welche Farben sind drin und so weiter und so fort. Das ist für euch halt einfach auch wichtig, dass ihr das so ein bisschen einschätzen könnt, denke ich mal. Hier habe ich 1,9 Gramm von dem Sparkling Glass Lipstick drin in der Farbe Little Star. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an, richtig schön weihnachtlich irgendwie. Bin gespannt, wie das aussieht. Oh, siehst du schön aus. Dich habe ich jetzt ja schon direkt mal lieb, ne? Guck mal, der hat auch, also der ist im Prinzip so transparent und hat goldene Sparkles drin. Das finde ich ja schön. Der riecht auch ganz süß, ne? Das ist schon cool. Die zweite und letzte Schnapszahl habe ich jetzt hier, den 22. Dezember. Hier haben wir dann den fehlenden Highlighter. Hier haben sie es auch wieder in diesem Tübchen gemacht. Also es muss irgendeinen Grund gehabt haben, weswegen die halt diese Lidschatten nicht aus den Sachets rausgekriegt haben und die halt nicht das, ich weiß nicht, irgendeinen Grund müssen die haben, weil die haben diese Tübchen ganz offensichtlich. Mousse Highlighter und das ist die, weiß ich nicht, welche Farbe das ist, steht jetzt so nicht bei. Ich weiß auch gerade nicht, ob es da unterschiedliche Nuancen gibt, ne? Finde ich aber auch sehr passend, weil diese Mousse Blushes und Mousse Highlighter passen eigentlich auch ganz gut mit dem Mousse Make-up zusammen. Wohingegen man dann, wie gesagt, das hier, ne, was ja quasi Lip and Cheek ist und auch den Concealer, besser mit dieser matten Foundation kombinieren könnte. Einen Tag vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 23. Dezember. Fühlt sich schwer an, wahrscheinlich irgendwie ein Nagellack oder so. Nee, das finde ich toll. Ultra Glaze Lip Gloss, die sind so toll. 1,5 ml Polar, nein, doch Polar Pearl. Also auch wieder sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, den hatte ich schon mal aufgebraucht jetzt letztens und den fand ich richtig toll. Auch die Sparkles, die merkst du so nicht auf den Lippen. Das ist wirklich angenehm und ich kann euch nur empfehlen, den zu verwenden. Was haben die wohl in die 24 gemacht? Also ich würde mich freuen, wenn ich jetzt an Heiligabend zum Beispiel das Puder finden würde, weil ich das richtig gut finde. Und das hatten wir jetzt so noch nicht mit drin. Eine kleine Lidschattenpalette, aber ich glaube, die passt hier so nicht rein. Ja. Genau. Die werden jetzt nicht das Magic Finish hier nochmal reingemacht. Doch haben die. Okay. Ja gut, noch eine Foundation. Magic Finish, das ist die klassische Variante 20 ml. Viele freuen sich darüber. Ne? Das ist auch eine sehr universelle Farbe, ich weiß. Und wir haben auch dieses Weihnachtssternchen hier drauf. Wunderschön. Und das ist auch klassischerweise immer hier in der 24. Aber ich habe halt echt gedacht, so ja gut, wenn die jetzt schon zwei Foundations hier drin haben, wenn die doch in der 24 dann dieses Jahr sich gedacht haben, ja komm, dann machen wir da das rein, wonach die halt immer schreien, und zwar das Puder. Nee. Ja, schade. Ne? Zwei von drei Foundations werden den Menschen wahrscheinlich nicht passen, die den Adventskalender auspacken. Ich weiß echt nicht, ob Asam nochmal in irgendeiner Art und Weise mit mir zusammenarbeiten will, wenn die das, also wollen, wenn die das Video sehen. Weil auch wenn ich eine Kooperation habe, ich bin ehrlich, Leute. Ihr wisst das und es ist ja auch einfach so. Man sollte sich des Inhalts bewusst sein. Wir haben hier fast ein Full Face. Wir haben hier wirklich für verschiedenste Bereiche des Gesichts und der Make-up-Kunst auch verschiedene Produkte, die auch, glaube ich, ziemlich gut die Asam-Kundin ansprechen, weil die dann auch etwas zurückhaltender sind. Das ist jetzt kein Knalleblau oder sonst irgendwas, ne? Aber ich halte diesen Inhalt für teilweise sehr schwierig. Weil du hast halt drei Foundations hier drin, das ist farbgebunden, du hast den Concealer mit dabei, du hast diesen Mousse Eyeshadow leider als Probe hier mit dabei, ne? Das hätten die wirklich anders verpacken sollen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du hast, ich glaube, keine einzige Originalgröße hier drin. Schwierig, oder? Weiß ich nicht. Trotzdem finde ich den Adventskalender eigentlich gut, weil die Idee gefällt mir. Die Idee, dass man sagt, okay, ich möchte ein Fullface hier mit schminken können. Ich möchte, dass die Produkte auch irgendwie
im Alltag gut verwendet werden können und so, ne? Du hast ja auch jetzt nicht übermäßig viel von einer Sorte mit dabei. Es ist eigentlich total schön gemischt. Du hast auch nicht viele Füllprodukte dabei. Witzigerweise haben wir am 6. Dezember, was einer der wichtigsten Tage ist, ein Füllprodukt drin. Ja, Idee gut, Umsetzung, naja. Wie gesagt, wenn ihr den Adventskalender kauft, wisst ihr jetzt, welche Farben drin sind. Das ist dann auch echt relevant für euch, denke ich mal. Natürlich empfehle ich euch, diese Sachets umzufüllen, weil sonst trocknet euch das zu schnell weg. Es gibt extra sowohl in der Drogerie als auch online zu kaufen, so kleine Pöttchen. Oder man hat die halt mit dabei, wenn man zum Beispiel diese Reisesets kauft. Ne? Die fassen normalerweise so 5 bis 10 Milliliter. Holt euch davon ein Pöttchen, 2 für den Adventskalender, macht das dann da rein, kratzt das ordentlich aus, dass ihr auch ordentlich viel Produkt da reinbekommt aus dem Sachet, ne? Dann habt ihr da auch richtig lange Freude mit. Wichtig ist halt wirklich, dass die Person, die diesen Adventskalender öffnet, auch die meisten Produkte hiervon tragen können sollte. Das heißt, welchen Teint sollte sie haben? Puh, weil diesen Concealer kann halt auch nicht jeder tragen, ne? Also den Concealer kannst du tragen, wenn du so hell bist wie ich, vielleicht ein ganz kleines bisschen noch dunkler. Dann kannst du auch den Porcelain Teint tragen. Das hier, wenn es wirklich hardcore unterwegs ist mit Hochsommer und so, das hier kannst du nicht mit meinem Hautton tragen, weil ich halt auch kühlneutral vom Hautunterton bin. Da passt es halt einfach nicht. Schwierig. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Übrigens mache ich hier auch super viele Adventskalender-Unboxings, Beauty-Content, Hauls, Reviews, Vlogs, alles, was das Herz begehrt. Und ich lade wirklich sehr, sehr regelmäßig hoch. Wenn du Bock drauf haben solltest, abonniere super gerne meinen Kanal und unterstütze mich, trete der Community bei und sei einfach Teil der Crew. Das würde mich mega freuen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wenn dem so ist, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.